Wie lange kennen wir uns schon, Ken? Habe ich je ein Versprechen gebrochen? Ich bringe dich auf den Fahrersitz in Le Mans. Halt einfach die Klappe und lass mich mein Ding machen. Alles klar. Komm her! Morgen, Shelby. Morgen, Molly. Leck mich. Fahr zur Hölle. Und das war's, Leute. Ferrari gewinnt die 24 Stunden von Le Mans zum 5. Mal in Folge. Mr. Ford, Ferrari lässt Ihnen etwas ausrichten, Sir. Was hat er gesagt? Er sagte, Ford baut hässliche kleine Autos in einer hässlichen Fabrik. Und er nannte sie fett, Sir. Wir werden Ferrari in Le Mans beerdigen. Also der große Carroll Shelby will ein Auto bauen, mit dem er Ferrari besiegt. Mit einem Ford. Korrekt. Und was hast du denen gesagt, wie lange du dafür brauchst? 200-300 Jahre? 90 Tage. Ford hasst Typen wie uns, weil wir anders sind. Wir hörten, er sei schwierig. Ken? Nein, nein, Ken ist ein Schoßhündchen. Grauenvoll. Wenn es ein Problem gibt, findet der Computer es. Ich brauch Klebeband und einen Wollknäuel. Was machen die da? Die machen ihr Auto schneller. Ah! Schon viel besser! Ken Miles ist kein Ford-Mann. Wir sind schon so weit. Und jetzt sagen Sie mir, wir kriegen nicht den besten Fahrer der Welt hinters Steuer? Nennen Sie mir einen Grund, warum ich nicht jeden feuern sollte, angefangen mit Ihnen. Nun, Sir. Wir sind leichter, wir sind schneller. Und wenn das nicht reicht, sind wir fieser. Also los, Carol, ziehen Sie in den Krieg. Du hast einen Plan. Ein hohes Kanten. Ich dachte, es geht darum, das verdammte Rennen zu gewinnen. Le Mans 66. Wenn das ein Schönheitswettbewerb wäre, hätten wir schon verloren. Aussehen ist nicht alles. Am 14. November nur im Kino. Hey! Was machen Sie da? Ich wollte nur mal kurz nach New York. Oh, zum Teufel ist Ihr Begrüßungschampagner. Bereit für was Neues? Was soll schon passieren? Aus einem wundervollen Fehltritt. Ich störe nur höchst ungern, aber Sie tanzen gerade auf unserem Tisch. Housekeeping? Alles ganz sauber? Wenn ich es mir so recht überlege, könnte es sein, dass hier durchaus nochmal gesaugt werden muss. 17 Jahre, blondes Haar. Merci, merci für die Stunden. Mensch, Papa ist reich. Ich ist reich. Yes, ist so wie das Blut der Erde kommt, schenkt uns Reis. Und wenn wir dann traurig werden, liegt es daran, Papa, dass wir immer träumen von allein. Mein Name ist Paula Sustegni. Seit Jahrhunderten lebe ich jetzt undercover, was gar nicht so einfach ist. Denn von Mitternacht bis 8 Uhr morgens verwandle ich mich in die Weihnachtshexe. Eigentlich verwandle ich mich nicht in sie, sondern bin sie. Paula, willst du meine... Entschuldige bitte. Zu Weihnachten fliege ich auf meinem Besen zu den Kindern und fülle ihre Strümpfe mit Süßem. Wenn sie lieb und artig war. Aber wenn sie frech war, dann gibt's nur Kohle in die Socken. Schön, oder? Naja, vielleicht im Märchen. In Wirklichkeit ist es ein Albtraum. Nein, jetzt los! Weil alt sein Mist ist. Rheuma, Arthritis, Rückenschmerzen. Außerdem muss man fit bleiben, sonst kann man all die Geschenke nicht tragen. Und ihn muss ich auch ertragen. Aber könnt ihr mir erklären, warum er in einem Schlitten sitzt, der von Rentieren gezogen wird? Chauvinismus. Frau Lehrerin. Lasst mich los! Lasst mich sofort los! Hier ist niemand. Kommt her, schnell! Oh mein Gott, das ist doch nicht möglich! Fräulein Paola ist die Weihnachtshexe? Jetzt hat die blöde Kuh sich auch noch sehen lassen.
Du kannst mit mir machen, was du willst. Nachdem du mich vergessen hattest, hatte ich es sehr schwer. Was willst du von mir? Beginnt jetzt die Operation. Wahnsinn. Weihnachtshexe. Weil er die Hausaufgaben vergisst hat. Weil er die Hausaufgaben vergessen hat. Werde ich dich verbrennen, wie Julius Cäsar Rom verbrannt hat? Nero! Nero! Oh, was ziemliche Wissenslücken. Ich bin soweit. Was genau haben Sie gefühlt, als Sie erfuhren, dass das Shuttle abgestürzt ist? Ich wurde ohnmächtig. Sie haben mich gerettet. Und dann? Nachdem Sie erfahren haben, dass Ihre Freundin tot ist. An was würden Sie denken, wenn eine Ihnen nahestehende Person verstorben ist? Was Sie aber nicht daran gehindert hat, Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen. Sie wissen nichts über ihn. Julia, kommen wir zur letzten Frage. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Ihnen all das tatsächlich passiert ist? Muss ich die Frage beantworten? Hast du das gehört? Wer ruft denn da? Hilfe! Hilfe! Cal? Becky? Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sollten wieder zurück zum Auto. Becky! Travis! Wer sind Sie? Was ist hier los? Ich war auf der Suche nach euch! Was? Wie ist das möglich, dass du vor uns hier warst? Ich weiß es nicht. Mein Junge ist auch irgendwo hier drin. Das ist Schwachsinn! Ist doch nur ein Feld. Die andere Richtung! Natalie! Ich werde sie nie finden. Du kannst schon was finden, aber es ist einfacher, wenn es tot ist. Wie lange sind wir schon hier? Ich weiß nicht genau. Lass ihn nicht im Stich lassen! Das klang so, als wär's ich. Was hier passiert, ergibt keinen Sinn. Ihr macht hier offensichtlich gar nichts Sinn. Dass das Zufall ist? Man wird hier aus triftigem Grund reingebracht. Maggie! Oh mein Gott. Es ist Gras. Es ist nur Gras. Normale, langweilige Schicht zu viel verlangt? Sieht aus wie Einstichwunden. Auf der anderen Seite der Stadt gibt's noch zwei Tote. Das heißt, beide hätten irgendwelche Male am Hals. Drei willkürlich gewählte Opfer? Sie sterben fast zeitgleich, aber liegen Meilen auseinander. Wie geht das?
Sword of the Liberty! Hallo, Thomas. Was haben Sie gesagt? Wird es hier passieren? Heute jähren sich zum 9. Mal die Market Street Morde und die Tatverdächtige ist immer noch nicht identifiziert. Detective Lockhart, ja, hallo. Was soll das heißen? Es geht wieder los. Das müssen Sie sich ansehen. Philly PD, haben Sie diese Frau hier gesehen? Schön, dich wiederzusehen. Sie wird von einem Zug zerfetzt und nach 9 Jahren ist sie plötzlich wieder da. Die Suche nach ihr hat für sämtliche Polizeibehörden oberste Priorität. Du musst aufhören, mich zu jagen. Ich tue das alles aus gutem Grund. Wir alle gehen vorwärts, aber sie... Sie geht rückwärts. Und du hast keine Vorstellung von dem, was kommt. Wenn du mich jetzt tötest, wird es die Welt, so wie du sie kennst, bald nicht mehr geben. Hoje é dia muito, muito, muito especial. Vou me apresentar. Só queria que todas as pessoas pudessem sentir o que eu sinto. A bailarina, ela é linda, ela é elegante, ela demonstra ser tudo que é de mais perfeito na vida, quando nem sempre é isso. O mundo era tão visual, mas tão visual que as pessoas não conseguem imaginar sem a visão. Vocês estão preparados para virarem estrelas de verdade? Você está mostrando quem você é e um lado seu que às vezes as pessoas não conhecem, tá? Porque é muita coisa que precisa para ser uma bailarina clássica. E de repente, um deficiente, que entre aspas para a sociedade não é perfeito, pode ser uma bailarina perfeita? Dein Dad war sehr viel unterwegs, deshalb hat er mir dieses Video gemacht. Wie geht's Dion? Ich vermisse den kleinen Mann. Glaub mir, Nicole, der Junge ist etwas Besonderes. Du bist etwas ganz Besonderes. Du bist liebenswert, super schlau und so ein hübscher Kerl. Mom! Pat sagte, du hast ihn nach Dad gefragt. Mom, sag mir nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, es gab einen Sturm. Mister, ich hab Ihren Hasen! Dion! Es geht um Dion, mit dem etwas nicht stimmt. Wir sollten erstmal rausfinden, wie wir es kontrollieren können. Wie lange willst du denn so weitermachen? Die Regierung verfolgt alle Leute, die Superkräfte haben. Ich weiß einige Sachen über Dion. Diese Stürme zieht ihr Sohn Dion an. Wo ist mein Sohn, Man? Wo ist mein Sohn? Es geht um uns beide. Um uns beide.